Die PV-Anlage in 5 Minuten. Ja, die gibt es hier in Nordrhein-Westfalen und zwar in einer Qualität Stand der Technik. Das Ganze mit Betonsockeln, einer wirklich tollen Solaranlage, die nicht rosten kann. Das habe ich schon mal gehört. Ja, mit Edelstahl, mit Aluminium, mit einer, ich sag mal, Effizienz, die sogar das Licht von unten noch mit aufnimmt. Also wenn hier sogar Licht durchscheint, so ein bisschen Licht kommt durch, wird von unten reflektiert. Man sieht das hier. Dann wird diese Lichtenergie sogar noch mitgenutzt. Also eine hocheffiziente Solarzelle, zeigt mir Boris mal. Ich grüße dich, Boris. Servus zusammen. Ja, wir haben heute den 11. Mai. Ihr habt mich hergerufen. Ja, wir sind in Nordrhein-Westfalen nahe der holländischen Grenze und ihr habt was entwickelt. Das wird euch im Moment aus der Hand gerissen. Das muss man nicht mieten. Das muss man nicht für 0 Euro finanzieren. Das kannst du einfach kaufen. Ich zeig's mal gerade. Der Till hat's hier für 485 Euro. Und je nach Bundesland, habe ich gehört, gibt's sogar noch einen Zuschuss. Ja, also da müsst ihr euch mal schlau machen. Weil ich habe gehört, in Bayern gibt's für Zaun und Self-PV gibt Zuschüsse. Sogar, ich glaube, 200, 300 Euro. Guckt mal nach, was euer Bundesland macht. Das Coole ist auch, die Mehrwertsteuer ist null im Moment. Grüß dich, Till. Guten Morgen, hallo. Hallo. Stimmt das mit den 0% Mehrwertsteuer im privaten Bereich? Was ist die Voraussetzung? Die muss, glaube ich, am Haus dran sein, oder? Ja, ich muss es selber nutzen. Ich darf es also nicht weiterverkaufen. Und es muss in der Nähe des Hauses sein. Okay, das ist die Voraussetzung. Und jetzt haben wir hier 485 Euro. Das wäre die rechte Seite. Und das Coole ist, 2 Stück ist so das Maximale, was man in Deutschland benutzen darf, gell? Stand heute, ohne jemand zu fragen. Genau, das kann jeder Plug and Play einfach bei sich zu Hause anschließen, ohne dafür irgendeine Genehmigung anzufordern. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel, die Sonne scheint jetzt im Sommer, jetzt kommen hier 485 Peak, was ist denn realistisch, was kann ich denn generieren? Kann ich die 600 Watt, wenn die Sonne voll scheint, rausholen? Absolut, weil wir haben ja hier 780 Watt Peak, entsprechend können wir die 600 Watt Nennleistung aus dem Wechselrichter definitiv generieren. Ja, da ist jedes Modul hat einen eigenen kleinen, ich sag mal, Wechselrichter mit drin. Aus der Solaranlage kommt Gleichstrom wie aus einer Batterie. Genau. Und die wird konvertiert und angepasst an die Netzspannung und dann eingespeist. Ja. Und das spart Strom. Ja, ganz klar. Deswegen sind Balkonkraftwerke so beliebt. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar kommt hier der Gleichstrom aus den Modulen in den Mikrowechselrichter. Das ist ein Mi 300 mit 300 Watt Nennleistung. Den kann man hier ganz bequem am Modul befestigen oder auf die Betonhalterung legen. Zeige ich euch gleich noch. Und dann habt ihr einen Ausgang, okay, auf AC-Seite. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist ein Adapter, der sogenannte Battery-Adapter. Moment. Kurz mal einchecken. So ist richtig rum. Der ist auch dicht, das heißt, der darf feucht werden? Absolut, IP67 zertifiziert. Und dann habt ihr hier den klassischen Schuko-Stecker und der dürfte euch bekannt vorkommen. Den steckt ihr einfach in die Steckdose rein und ab dem Moment, wo jetzt die Sonne fließt, spart ihr Geld. So, das heißt, angenommen, ich mache eine Herdplatte an, die hat jetzt zum Beispiel 1000 Watt, ja, ja. Dann, und die Anlage liefert 600 Watt, dann zahle ich beim Stromverbraucher oder beim Stromanbieter nur noch 400 Watt in dem Moment. Du beziehst aus dem Netz nur noch die Differenz von 400 Watt. Okay, das ist, ich sag mal, ganz normale Technik, wenn du praktisch ein Haushaltsnetz hast und speist 600 Watt ein und es werden gerade zum Beispiel 400 entnommen, dann habe ich 200 übrig, die fließen aber zurück ins Netz, muss man fairerweise sagen, dafür kriege ich dann kein Geld, aber wenn ich zum Beispiel jetzt im Standby bin und habe zum Beispiel Geräte, was sind so typisch, eine Fritzbox zum Beispiel an, ich habe, irgendwas läuft immer im Standby, das ist dann quasi den ganzen Tag über fast kostenlos, oder? Das ist richtig. Am besten stellt euch einen Rechner vor mit einem Netzteil von 500-600 Watt. Der ist damit dann sofort bedient. Mhm. Das heißt, er zieht sich den höherwertigen Strom direkt vom Modul und ihr bezieht entsprechend nur noch die Differenz aus dem Netz. So, jetzt hat mein Sohn zum Beispiel, der zockt gerne, der hat eine Grafikkarte drin, die braucht so 250 Watt mit allem drum und dran. Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich sag mal, die Mama schon sagt, hier zock mal nicht so viel, das kostet zu viel Strom. Das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Diese Anlage hier könnte so ein Gaming-PC, wenn die Sonne scheint, quasi kostenfrei machen, oder? Absolut. Zumindest in dem Moment, wo er zockt und die Sonne scheint, genau. Gut. Zocken und Sonne scheinen, sonntags zum Beispiel oder samstags, wie es da ist, ist ja nur ein Beispiel. Aber es könnte alles sein. Und das Coole ist, ich brauche keinen Speicher, ich brauche gar nichts. Ich stecke das Ding ein und fertig. Da ist eine App mit dabei und das Ganze kann drahtlos mit der App abgerufen werden. Genau. Schaut euch einfach die Solarman-App auf greenakku.de an.
Und die könnt ihr dann auf euer Smartphone installieren und ihr könnt monitoren, wie viel jedes Modul am Tag, im Monat, im Jahr produziert und entsprechend wie viel Strom das Ganze einspeist. So, das ist jetzt quasi eine Balkonanlage, aber gedacht ist sie zum Beispiel für Flachdächer. Besonders genial ist das natürlich, wenn ich irgendwo ein bisschen Platz habe im Garten. Die würde im Garten optimal auch funktionieren, denn diese Steine kannst du einfach hinstellen. Du empfiehlst, eine weiße Folie drunter zu machen, dass A, das Gras nicht so gut wächst und B, dass die Sonne sogar reflektiert wird, denn die Anlage selbst ist durchscheinend. Zeig mir das mal gerade. Genau, schaut jetzt mal hier, ihr seht da meine Hand. Und zwar ist das ein bifaziales Modul, okay. Glas-Glas. Das heißt, die Sonne scheint dann hier durch und reflektiert dann entweder vom Gras zurück oder eben von der Folie, die ihr vorher aufgelegt habt. Das ist so ein bisschen Mikro-Optimierung. Warum weiße Folie? Weil die weiße Folie besonders gut Sonnenlicht reflektiert und ihr damit euren sogenannten Albedo-Faktor, den Reflexionsfaktor, deutlich steigern könnt, um den Faktor 10. Circa. Das heißt also, dass die Sonnenenergie, die durch das Modul durchscheint, von unten reflektiert wird. Unten sind auch nochmal, also ich sag mal Module drin, die kann sowohl von unten als auch von oben besonnen werden, oder? Absolut. Das ist eigentlich ganz einfach. Diese Zelle, die ihr seht, ist symmetrisch. Das heißt, ob die so legt oder so spielt, macht keinen Unterschied. Der einzige Grund, warum die Vorderseite mehr macht, ist, weil die Sonne meistens nur von einer Seite scheint. Okay. Und ja. Also die hat die gleichen Eigenschaften wie von der Rückseite. Man spricht hier von Bifazialität, dass der Handicap auf der Rückseite wäre hier nur der Rahmen. Aber ansonsten können wir die Platte auch umdrehen, das Modul umdrehen und es würde hier. Ach so, das wäre egal. Ja, man hätte dann 85% bis 95% der Leistung der Vorderseite. Ja. Okay, super. Das ist heute Stand der Technik, muss man sagen. Also eine Besonderheit hierbei ist die Qualität der Module. Also ihr seid ein ganz großer Anbieter und ihr habt die Module, das sind jetzt nicht irgendwelche günstigen Module, die keiner mehr haben wollte, sondern das sind die Module, die auch zum Beispiel Elektriker, Handwerker bei euch andauernd bestellen. Korrekt? Absolut. Vor allem die, die technologieaffin sind. Ja, der Marktführer Meyer Burger beispielsweise hat komplett auf diese Art von Modulen umgestellt. Das sind bifaziale Heterojunction-Module und das ist Cutting Edge und das Effektivste, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Das bietet ihr an für 485 Euro. Ja, 390 Watt Peak bedeutet, unter optimalsten Bedingungen würde die 390 Watt machen. Was ist denn in Deutschland realistisch? Was kriegt man in Deutschland raus? Gut, das ist ja die Leistung in dem Moment. Die schafft ihr durchaus durch die Bifazialität zu erreichen, aber ihr werdet meistens zwischen irgendwo 100 und 300 Watt liegen. So, und die Leistung hier ist ja auch begrenzt auf 600 Watt, damit wir auch rechtskonform sind. Das heißt, mit zwei Modulen schaffe ich die 600 Watt auch realistisch. Das heißt, ich kann, wenn es scheint, auch die 600 Watt wahrscheinlich rausholen, oder? Definitiv. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr so ein Ticken über den 600 Watt Peak bleibt, über den 600 Watt Nennleistung. Das heißt, die zwei Module zusammen ergeben ja 780 Watt Peak und zwei Mikrowechselrichter wären dann 600 Watt Nennleistung. Und damit haben wir ein bisschen mehr Watt Peak als Nennleistung. Und maßgeblich ist hier nur die Ausgangsleistung des Mikrowechselrichters. Ja. Jetzt mal eine Frage. Jetzt habe ich hier eine Steckdose, die steckt jetzt nicht drin. Kann ich mich daran elektrisieren? Nee, warum nicht? Weil diese Anlagen natürlich zertifiziert sind, die wir auf den Markt bringen. Das muss man in Deutschland machen. Die sind nach VDE-Norm, haben die einen Netz- und Anlagenschutz. Das heißt, sobald ihr diesen Stecker hier aus der Steckdose zieht, schaltet er 0,2 Sekunden bis 200 Millisekunden aus. Okay. Und in der Zeit schafft ihr es nicht, hier dran zu packen. Okay, das ist also wichtig. 0,2 Sekunden, dann ist die Anlage stromlos und das Ganze ist mittlerweile auch Stand der Technik. Also das ist ungefährlich und ja, ganz, ganz wichtig, dass man das auch weiß. Ja, ja, wir zeigen das mal 5 Minuten. Till, wenn du mal gerade dein Handy rausnimmst und mal zeigst, was die Doppelanlage im Moment auf der Webseite, wie die so angeboten wird. Wir haben ja hier gezeigt, also 485 Euro. Was ist da alles dabei? Also, ihr bekommt im Prinzip ein Ready-to-Use-System, heißt ein PV-Modul, wie eben genannt, zwei Betonblöcke, das sind die Aufständerungen. Da sind 4 Bautenschutzmatten aus geeignetem Gummi beigelegt. Warum sind die dabei? Weil das System vorläufig für das Flachdach ausgelegt ist, das heißt auf euer Garagendach beispielsweise. Und dort habt ihr eine Bitumenoberfläche, also die Dachhaut ist oft eine Bitumenoberfläche und die sollte nicht mit den Betonsteinen reagieren. Und deswegen legen wir da Anti-Rutschmatten,
nennen sich auch oft Bautenschutzmatten drunter. Also die Bautenschutzmatten sind dabei und hier sieht man den Anlagepreis von zwei Modulen mit zwei Wechselrichtern. Liegen wir bei? Da war eben... Dann kann man gucken, 872,27 €. Genau, das ist so. Auch für eine Modulreihenmontage. Heißt, wenn ihr jetzt mehrere Module nebeneinander legt, braucht ihr ja nicht mehr zwei pro Modul, sondern jedes Modul kommt quasi einer dazu. Heißt, ich brauche, wenn ich die in Reihe lege, drei Steine. Wenn ich sie hier Ost-West nennt man das, glaube ich, hier, was wir hier gemacht haben, da braucht man vier Steine. Und das Ganze ist aber kaskadierbar. Das heißt, ich kann das später auch erweitern, wenn, ich sag mal, der Elektriker mal kommt, mir die Genehmigung gibt. Aber das ist die meistverkaufte Anlage. Bedeutet, die allermeisten kaufen sich erstmal hier die zwei Stück, stecken die rein, können auf der App direkt sehen, was sie sparen. Braucht das System erstmal 24 Stunden, bis es funktioniert, oder geht es direkt? Nee, das klappt sofort. Sofort heißt innerhalb von bis zu 3 Minuten. Fährt der Mikrowechselrichter hoch. Sobald das Ganze an der Netzspannung verbunden ist, fährt er hoch und ihr seht den Strom fließen. So. Habt ihr einen, ich sag mal, Service? Das heißt, ich komme damit jetzt nicht klar, irgendwas funktioniert nicht. Oder gibt es da so eine Hotline, die ich dann anrufen muss? Oder seid ihr ja selber? Ja, klar gibt es sie. Da bin ich nicht und auch nicht der Till. Aber wir haben da ein paar kompetente Fachkollegen, die euch da sicherlich beraten können bei greenakku.de. Ja, du bist normal so cool, aber jetzt hier bei dem Video bist du recht aufgeregt, aber das kriegen wir dir noch ab. Ist ein Baby. Das hast du mitentwickelt. Genau, mit einem sehr großen Werk in den Niederlanden. Ja, man muss fairerweise sagen, das sieht so simpel und trivial aus. Ja, einfach mal das Ganze als Beschwerung dahinzulegen. Was würde denn passieren, wenn ich das nicht Beton beschweren würde? Weil die haben ja ganz schön Windlast, oder? Ja, das stimmt. Also es würde 95-98% der Zeit gar nichts passieren, weil das Modul selber wiegt schon 20 Kilo. Ja. Und mit den Halterungen sind wir dabei, 70 Kilogramm. Heißt, ihr seid auch vor Stürmen geschützt. Der Sturm ist, glaube ich, das. Also wenn man die einfach mal hinlegt, dann gibt es ja auch entsprechende Halterungen, die kannst du in den Rasen einbringen. All das brauchst du nicht zu machen, du legst es einfach nur hin. Das ist richtig. Was ist der Hauptvorteil? Bei einer Dachanlage müsst ihr aufpassen, dass ihr die Dachhaut nicht beschädigt. Und das müsst ihr mit diesen Anlagen nicht machen. Ihr seid auch viel flexibler in der Auslegung. Mhm. Heißt, ihr könnt das vielleicht erstmal in einer Reihe auflegen, dann Ost-West experimentieren, ohne jedes Mal Löcher ins Dach zu bohren. Genau. Ja, das Coole ist, jedes Modul hat einen eigenen Wechselrichter und einen eigenen eigenen App-Anschluss. Das heißt, man kann jedes Modul einzeln auslegen und auch sehen, wie stark jedes Modul einzeln performt. Genau, und so könnt ihr auch identifizieren, wo das Modul stärker ist, wo es schwächer ist. Das heißt, ihr könnt da bis zu, weiß ich gar nicht, 50 Stück in die App integrieren und habt ein schönes Monitoring, an welchem Teil des Daches eben viel Strom generiert wird. So, das zweite Modul, das wird einfach hier eingesteckt, die werden dann in Reihe geschaltet. Also die Leistung addiert. So, sehr schön. So, fünf Minuten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn das Ganze kommt, kommt das mit der Spedition oder ist da der arme UPS-Fahrer? Nee, das kommt mit der Spedition. Das ist die Kompetenz, die greenakku anbietet. Ihr bekommt die Module und die Betonhalter zusammen geliefert, inklusive der Mikrowechselrichter. Ihr müsst also nicht extra zum Baumarkt fahren, um euch irgendwelche Beschwerungen zu kaufen. Waschbetonplatten zum Beispiel, die sind gerne genommen. Das hier ist fix und fertig. Wir werden das gleich mal zeigen. Da ist alles dabei, was du brauchst. Okay, 5 Minuten. Wir werden jetzt erstmal die Anlage demontieren. Das ist total simpel. Dazu hast du schon einen kleinen Schrauber genommen von Bosch. So, und da ist ein kleiner Bit mit drauf. Da ist ein Inbus mit drin. Ja. Der Till schraubt die mal los. Los geht's. Das sind ganz klassische Modulklemmen. Ja. Die werden mitgeliefert. Eine Seite 35 mm Module, die andere 30 mm Module. Das ist die Höhe des Rahmens, auf die ich mich beziehe. Und die könnt ihr in kürzester Zeit einfach drauf machen. So, der Wechselrichter selber ist ja wasserdicht. Das heißt, der ist jetzt hier unter dem Modul natürlich geschützt montiert, aber der könnte theoretisch auch in der Pfütze liegen. Das macht ihn nicht zwingend besser. Was ist mit den Kabeln? Dürfen die UV ausgesetzt werden? Ganz klar. Das sind einerseits Erdkabel. Die dürfen UV ausgesetzt sein. Die sind IP67 zertifiziert. Okay, das heißt, da ist nicht der Weichmacher, der morgen weg ist, das Kabel bricht, alles geht kaputt. Nee, das ist dafür gebaut. Das ist dafür gebaut und ist auch zertifiziert und geprüft. So, jetzt stellt mal bitte das Modul hinten an die Wand, an die da, dass wir das mal sehen. Wir bereiten das mal gerade vor, denn die Sache 5 Minuten ist ja schon eine krasse Aussage. Aber du sagst, klar, in 5 Minuten haben wir die gebaut, aber jemand, der das Ganze auspackt, die Anleitung liest mit allem drum und dran, an einem Vormittag hat er das Ding fix und fertig montiert und hat sogar schon die Kabel verlegt, oder?
Definitiv. Ich zeige euch jetzt mal wieso. Und zwar positioniert ihr einfach die Betonhalter, messt vorher euer Modul aus, fügt da 2 Zentimeter hinzu, stellt dann hier den nächsten Betonhalter hin. Und die müssen nicht mal perfekt abgestimmt sein, weil ihr werdet dann sehen, wenn ihr die Klemmen eindreht, welcher Abstand da noch zu korrigieren ist. Und das könnt ihr dann per Hand einfach machen. So, das zweite Modul stellen wir auch mal daneben. Da ist jetzt der Wechselrichter nicht montiert, aber das haben wir gesehen, der kommt mit einer Schraube einfach nur dran. Es liegen denn auch 2 dabei, wenn ich das Doppelpaket bestelle, korrekt? Jawohl, genau. So, 2 entsprechende Wechselrichter sind dabei, die Kabel sind dabei. Das Einzige, was man einmal noch kaufen muss, ist dieser Adapter. Der kostet 20 Euro, damit ich in die Schuko-Steckdose einstecken kann. Den gibt es in verschiedenen Längen. Also den gibt es auch länger oder kürzer und günstiger oder teurer. Das ist davon abhängig, was ich bestelle. Was ist denn so eine übliche Größe? Was bestellen die meisten beim Adapter mit? Mal so 20 Meter? 5 bis 20 Meter. Okay, es gibt auch Sonderbestellungen im Garten über 50 Meter, aber die meisten kommen mit 5 Metern hin. Ja. Ist das jetzt ein großer Stromverlust, wenn das zum Beispiel 50 Meter sind, oder ist das nicht so viel bei Wechselstrom? Bei Wechselstrom ist der minimal. Also liegen wir unter 1% jetzt bei 50 Metern. Okay, das heißt, das Kabel könnte auch ein bisschen länger sein, das macht nichts. Aber das Gleichstromkabel, das sollte nicht so lang sein, oder? Das sollte nicht so lang sein, genau, da sind die Verluste höher. Ja. Vor allem bei den niedrigen Spannungen. Okay. Was kommt eigentlich aus so einem Modul raus an Gleichstrom, an Volt? Gut, dafür stehen dann entsprechend die 390 Watt Peak und die kommen bis 40 Volt und ab da fällt entsprechend die Kurve, also 40 Volt. Okay. So, das Ganze ist aber auch berührungssicher, das heißt auch die 40 Volt Gleichspannung, da kann ich nichts anfassen, da komme ich gar nicht rein mit den Fingern, oder? Nee, und du bist auch im Niederspannungsbereich, das heißt, da passiert nichts. Da passiert überhaupt nichts. Okay, super. So. Ich drücke gleich auf die Uhr, dann sage ich euch die Zeit. Ihr habt jetzt Videominute 16:51. Ihr habt noch 8 Sekunden Zeit. Bitte schön. Mit dem? Okay, mit dem beginnen wir. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los! So, wir haben Videominute 17. Das erste Modul wird draufgelegt. So, Till nimmt eine Klemme. Die wird hier vorne verschraubt. Dann wird sie... Etwas mehr zu mir? Etwas mehr zu ihm. Das kommt mir vor wie bei Wetten, dass so ein bisschen. So, dann die zweite Klemme. Till, du hast ein ähnliches System schon zu Hause? Ja, ich habe viele Balkonkraftwerke mir schon gebaut. So. Und jetzt keine Hektik, die Schraube ist verkantet. So, er dreht sich schon mal rein. So, ich gehe mal rüber zu dir. So, dass wir das Ganze sehen. Die zweite ist jetzt da und hier... Schraubt der Till schon mal fest. Du kannst sie ja schon mal vorschrauben. Ja, ist besser, die mit der Hand erstmal anzuschrauben. Ja. Und dann mit dem Akkuschrauber festzuziehen. Okay. So, das war jetzt das erste Modul. Da hätte man jetzt... So, Till macht das fest. Macht nichts, Till, du hast noch Zeit. Ja, wir sind jetzt bei 18 Minuten, ist erst eine Minute weg. Ja. Also das Ganze ist wirklich in 5 Minuten. Und... hier haben wir einen der Gründer von Green Akku mit dabei. Ja, ich grüße dich ganz herzlich, Wolfgang. Die machen das gut, oder? Die machen das sehr gut. Ich bin also begeistert. Okay. So, das war das erste Modul. Zweites Modul? Vor allem der Till macht das zum ersten. Der hat zwar schon Module montiert bei sich zu Hause, aber genau das macht er heute auch zum ersten Mal. Der Boris hat es schon ein paar Mal gemacht, aber das ist schon vergleichbar ungefähr mit Menschen, die das auch zum ersten Mal machen. Also ich bin sowieso von diesem Produkt begeistert, weil ich werde meine Flachdächer, die jetzt dran sind, weil mein Steildach ist schon belegt, die Flachdächer, die werde ich komplett mit diesem System machen. Und das ist so einfach und so simpel, das ist einfach nur Wahnsinn. Toll. So, jetzt ist es drin. Sag mal, kurze Frage, wenn die Sonne jetzt nicht scheint, habe ich dann immer noch Zugriff auf das Modul? Weil dann habe ich ja keinen Strom mehr, dass die App betrieben werden kann. Oder geht der denn hin und nimmt sich das bisschen Spannung für das WLAN dann aus dem Stromnetz? Genau, wie du jetzt gesagt hast, heißt, es reicht minimale Strahlung aus, damit man Zugriff zum Modul hat. Also ab 6 Uhr hat man schon die ersten Watt, aber nur ganz wenig. Und dann ab so 8, 9, 10 Uhr kommt ihr auf 100, 200 Watt. So, wir sind gleich bei 2,5 Minuten. Ihr habt noch 2,5. Bitte schön. Ganz entspannt können wir es angehen. Und wir werden auch gleich mal das Modul einstecken. Da vorne ist eine Steckdose. Und dann schauen wir mal gerade. Hier wird wahrscheinlich nichts reinkommen, oder? Hier durch die Neonröhren? Wahrscheinlich nicht viel. Also hier vorne ist der Dachluke. Genau unter diesem Fenster werden vielleicht 5 oder so oder 10 Watt reinkommen.
Es sei denn, wenn die Sonne aber genau hier drüber stehen würde, würde auch ein bisschen mehr kommen. Ne? Ja, es scheint ein bisschen Sonne, scheint dann am 11. Mai. Das ist so. Das reicht nicht, um da wirklich etwas zu sehen. Ne? Aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist ja hier einfach nur zu zeigen, wie simpel, wie einfach es ist, dass es zwei Funktionen erfüllt, die bisher nicht in einem waren, nämlich Beschwerung, also Schutz davor, dass der Wind das wegweht, Gewicht, plus Montage in einem bestimmten Winkel zur Sonne. Das in einem Gerät, hätte ich fast gesagt. Ja. Und optisch sehr anspruchsvoll, weil es nicht aussieht wie billig Beton. Das sieht auch richtig gut aus. Ja, das könnte auch Holz sein, was man lackiert hat. Was aber immer bleibt. Lackiertes Holz würde ja die Farbe abplatzen. Hier bleibt es ewig, das durchgefärbt. Der Beton ist also nicht nur lackiert oder sonst irgendwie gefärbt, sondern der ist komplett in der Farbe. Ne? Also bis zum Kern des Betons ändert sich die Farbe nicht. Und das ist das, was wir einfach toll finden. Und wir denken, das hat nicht nur Zukunft, sondern das hat Wahnsinnszukunft. So, seid ihr fertig? Ja. So, wir sind fertig. Jetzt noch reinstecken in die Steckdose. Reinstecken bitte in die Steckdose. Solange also der ist nicht mit dem Strom verbunden ist, passiert nichts, ja? Okay. Es ist ja hier Licht, ja? Ja, okay. Also ich glaube auch, dass... Ihr braucht die Netzspannung überhaupt anzugeben. So, wir gehen jetzt gleich mal hin und stellen es mal voll in die Sonne, dann macht er das nochmal. Nee, da ist nichts drauf jetzt, oder? Nee, da ist nichts drauf. Der braucht die Netzfrequenz, damit er überhaupt anspringt. Wir haben das Problem, glaube ich, dass es hier nicht... So, das war's drin. Hast du eine App dabei, zufällig? Nee. So, ist aber nicht so schlimm. Das heißt, ich könnte jetzt auf die App draufgehen. Kann die Anlage denn auch sehen? Kann ich außer die zu sehen, kann ich da noch mehr machen? Kann ich in der App irgendwas schalten? Nee, das ist so, die geht Plug and Play vollautomatisch. Ich muss gar nichts einstellen. Die geht vollautomatisch. Ihr müsst sie natürlich konfigurieren, mit dem Wi-Fi-Netz verbinden etc. Wenn ihr das Ganze auch ausschalten wollt, da gibt es auch bei uns auf der Website Adapter, die ihr reinstecken könnt, dann könnt ihr das per App aus- und anschalten. Das heißt, ihr stellt damit sicher, dass kein Stromfluss zwischen Modulen und dem Stromnetz besteht, wenn ihr beispielsweise in Urlaub fahrt oder euch irgendwelche Gedanken darüber macht. Ja. So, jetzt scheint mal 4 Stunden so richtig die Sonne. Der Strompreis sind zum Beispiel 27 Cent. Dann reden wir schon über 2, 3, 4 kW, die man da so zusammenbringen würde in der Zeit, wenn es mal richtig schön scheint. Ja. Das heißt, man kann einiges an Geld sparen, aber das Coole ist, man tut auch was für die Umwelt. Wie lange wird die denn halten? Ist sie nach 3 Jahren schon kaputt? Das wäre schlimm, ist es aber nicht. Wir haben vor allem in der Ausführung, die ihr da seht, das sind ja Glas-Glas-Module, die sind deutlich langlebiger. Ist das echtes Glas? Das ist echtes Glas. Natürlich Spezialgas. Das ist von der einen Seite, also von der anderen Seite, geschützt vor Witterungseinflüssen. Heißt, ihr stellt sicher, dass die Folie, die normalerweise bei den Modulen nach 20, 30 Jahren anfängt, spröde zu werden. Und das ist bei Glas eben ausgeschlossen. Hier sprechen wir von einer Lebenszeit von 30 Jahren mindestens. Mhm. Und auch das heißt nicht, dass die nach 30 Jahren ausgehen. So, die Kanten, alle Profile sind aus Aluminium, die Schrauben sind aus Edelstahl. Der Beton ist wirklich, da habt ihr das vom Feinsten geholt. Der ist sogar doppelt armiert, hast du mir erzählt. Wenn man sowas selber bauen würde, da gibt es jetzt genug Leute, die sagen, oh, das gieße ich mir selber und so weiter. Der ist sogar so behandelt, das war nicht trivial, dass da keine Blasen drin sind. Genau, das ist selbstverdichtender Beton. Und der ist hochfest, das heißt, an die Betonqualität zu kommen, wäre im privaten Haushalt relativ schwierig. Und der ist hier doppelt armiert, das sind 2 Achter Armierungseisen, die hier entsprechend gekantet sind. So, und das Ganze, bitte nochmal die Zettel in die Hand nehmen, wir machen es nur einmal, Till, dass wir das Pärchen nochmal komplett haben. PV in 5 Minuten, das war der Beweis. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, der zweite Wechselrichter war nicht angesteckt, aber das ist wirklich, das hätten wir locker hinbekommen. Und das Ganze mit 390 Watt Peak, das wäre ein Modul fix und fertig mit allem drum und dran für 485 Euro. Und das Doppelte war 800, ich glaube 872 oder irgendwas. So, das schreibe ich aber nochmal mit rein. Die Preise können natürlich variieren, so ist es, aber das ist Stand im Moment 11. Mai 2023. Hast du gut gemacht, muss ich ja mal sagen. Das heißt, hier kann die Oma und der Opa, so wie ich bin der dreifache Opa, der kann so ein Ding jetzt selber machen, oder? Ganz klar, haben wir ja gezeigt. Till hat es zum ersten Mal gemacht, Live-Demo bestanden. Mhm. Könnt ihr definitiv selber machen. Und so. 24 Kilo kriegt man auch zu zweit locker getragen. So, und jetzt Till, sei mal gerade so lieb, hol mal den Würfel bitte von hinten, den Green-Akku-Würfel. Du bist jetzt mal mein, wer dich kennt, du bist einer der bekanntesten Journalisten für den Bereich unter anderem Camping, aber auch Solar, denn du hast eine ganz große Agentur, schreibst Pressetexte mit allen drum und dran und bist überzeugter, ich sag mal Verfechter von Solarenergie. Hast es selber genutzt, sogar in Düsseldorf in der Innenstadt? Ja. Warum?
Ja, also ich komme auf ein Drittel meines Stromverbrauches mit meinen beiden. Ich habe den Vorteil, ich habe zwei Zähler, ja, weil ich ein Büro habe und eine Privatwohnung. Okay. Und dann habe ich zwei Solaranlagen, okay. Zwei Balkonkraftwerke von Green Akku. Ja. Und ich habe jetzt den Sonderfall, dass ich drei Module zur Einspeisung haben kann, sodass ich näher an die erlaubten 300 Watt komme. Und, okay. Oder das heißt, wenn es auch mal bewölkt ist, liefern die drei Module wahrscheinlich immer bis zu 600 Watt. Aber ja. Das Coole ist, die meisten, ihr habt das jetzt mal so getimt, dass mit den zwei Modulen die 600 Watt zu einem sehr großen Teil im Sommer erreicht werden. Ja, du sagst, also ich sag mal, an ganz vielen Monaten, auch in Deutschland, kriegst du die Maximalpower. Im Winter ist natürlich ein bisschen weniger, muss man auch fairerweise sagen, oder? Ja, genau. Im Winter ist grundsätzlich ein Fünftel des Ertrages wie im Sommer. Und deswegen wirst du da selten auf die Maximalleistung kommen. Hm. Aber wir haben das ja auch schon hundertfach getestet. Man kommt definitiv auf die 600 Watt bei voller Sonneneinstrahlung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also das heißt, also auch in Deutschland, weil viele dann sagen, naja, ich bin ja nicht am Äquator mit allen drum und dran, kommst du mit dieser Heitenkeanlage dahin. Ja, 390 Watt Peak, 485 Euro. Das in einer wirklich guten Qualität. Die Versandkosten, sind die frei oder kommen die dazu? Die kommen dazu, sind aber im Vergleich zur Konkurrenz deutlich geringer. Sagst du. Mit größter Wahrscheinlichkeit sind sie deutlich geringer. Ich sag das mal so. Ja, da haben wir das ein bisschen abgeschwächt. Green Akku, da sind wir. Das Ganze unter greenakku.de. Ganz großes Unternehmen. Ja, ihr habt, ich glaube, zehntausende Solaranlagen bereits schon verschickt. Das ist so. Und das Ganze wirklich über 300.000 habt ihr schon verschickt. In den letzten 9 Jahren. In den letzten 9 Jahren. Wir haben die verschickt, als noch keiner darüber geredet hat. Ja, und jetzt ist es in aller Munde. Ja, hier ein weiteres Modul, das werden wir gleich mal zeigen. Das ist eine Neuentwicklung. Darüber werden wir in anderen Videos reden. Das ist quasi ein stehendes Solarmodul mit einem Blumenstock mit drin und Mikrowechselrichter. Da hast du dir auch was dabei gedacht, aber dazu gleich mehr. Ich danke dir herzlich. Erstes Video hast du gut gemacht. Danke euch. Ja. Tschüss Boris. Ciao, ciao. Und Wolfgang, Fazit. Tolle Erfindung, die der Boris hier zusammengestellt hat, oder? Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Das wird den ganzen Markt wird es verändern. Weil das Problem heute ist Folgendes. Man hat Umfragen gemacht. Man hat festgestellt, 67% aller Deutschen wünschen sich eine eigene Solaranlage. Aber für die meisten ist es nicht realisierbar. Nicht nur, weil sie vielleicht gar nicht die Gegebenheiten haben, weil sie keinen Garten haben, weil sie keine Wand haben, weil sie keine Garage haben, sondern weil sie gar nicht in der Lage sind, das zu installieren. Und wie jeder heute weiß, heute einen Handwerker zu finden, der sowas macht, ist fast unmöglich. Weil der schon einfach nur für die Anfahrt so viel Geld haben will und sich das anzuschauen, dass das sich nicht lohnt. Und das ist eine Revolution, weil da kann wirklich jeder und auch wirklich jeder das machen, ohne Angst zu haben, dass er was falsch macht. Ja, www.greenakku.de, 11. Mai 2023. Ist es denn lieferbar? Ja. Ist lieferbar. Tschüss, danke.